Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Autoverrückt. Heute mal in einer ganz edlen Location hier auf der Kellertreppe, aber keine Sorge, gleich geht's auch noch an die Waschbox. Ja, heute möchte ich euch mal ein weiteres Snowform-Shampoo vorstellen, und zwar habe ich bei meiner Recherche das Turtlewax Hybrid Snowform gefunden. Und es handelt sich hier wieder, wie beim Sonax Witchform-Shampoo zum Beispiel, um ein Produkt, welches man sowohl für die Schaumkanone als auch für die Eimerwäsche nehmen kann. Solche Produkte finde ich ja super toll, weil man ja somit ein Produkt hat und nicht zwei braucht. Finde ich immer ganz praktisch. Ja, das Produkt kommt hier in 2,5 Liter Kanister und kostet 17 bis 20 €, also sehr günstig. Ich habe hier mal die FM30 und zwei Wasserflaschen bereitgestellt. Da können wir jetzt mal die verschiedenen Mischungsverhältnisse testen, denn leider steht auf der Packung von dem Turtlewax nicht genau drauf, wie das Ganze dosiert wird. Es steht nur drauf, wie viel in die Pistole vom Hochdruckreiniger kommt, aber das ist natürlich nicht mit so einem Handpumpsprüher hier zu vergleichen. Ja, nun habe ich hier mal 1 Liter Wasser eingefüllt und für den ersten Test werde ich jetzt 10 Milliliter von dem Turtlewax Snowform in die Gloria geben. Ja, dann bauen wir das Ganze hier mal wieder zusammen. So war als kleiner Anhaltspunkt, das Sonax Witchform Shampoo arbeitet zum Beispiel bei 10 Milliliter auf 1 Liter Wasser schon recht ordentlich. Deswegen testen wir das hier einmal aus. Ich habe hier für den ersten Test die blaue Düse drin. Das ist ja die Düse, die am wenigsten Schaum erzeugt. Wir haben ja blau, rot und schwarz. Und gleich werden wir auch noch andere Düsen austesten. Ja, dann pumpen wir das Ganze auf, bis der Druck erreicht ist. Und dann fangen wir an zu sprühen. Und yo, was soll ich sagen? Das Schaumbild ist viel zu dünn, viel zu wässrig. Also, für das Turtlewax Hybrid Snowform brauchen wir auf jeden Fall eine stärkere Dosierung und/oder eine stärkere Düse. Also das ist ganz klar. Hier sieht man es nochmal auf der Hand. Also das ist total wässrig. Das ist für die Vorwäsche jetzt erstmal noch keine gute Schaummischung. Jetzt habe ich die FM30 zwischendurch einmal ausgespült. Dann gebe ich wieder 1 Liter Wasser rein und dieses Mal wollen wir 20 Milliliter von dem Snowform einfügen. Und dann wollen wir jetzt mal probieren, ob da das Schaumbild jetzt etwas besser wird. Hier kann man sehen, jo, auch bei 20 Millilitern mit der blauen Düse ist das Schaumbild noch zu dünn. Wir haben am Anfang natürlich noch etwas von der alten Mischung im Schlauch, aber jetzt langsam wird sich die richtige Mischung zeigen und ich muss sagen, nee, mir persönlich ist das auf jeden Fall immer noch zu dünn. Man könnte damit schon arbeiten, aber nee, nicht wirklich gut, nicht wirklich optimal. Deshalb nutze ich jetzt die Funktion der Gloria, die Filterpatrone vorne zu tauschen. Ich werde jetzt einmal direkt die schwarze Patrone hier einsetzen und dann schauen wir uns das Ergebnis einmal hiermit an. Während ich die Gloria jetzt wieder auf Betriebsdruck pumpe, mal eine kurze Information zwischendurch. Wenn euch das Produkt interessiert, bei den Amis nennt sich das Ganze Turtlewax Ice Snowform. Dazu gibt es einige Videos auf YouTube, könnt ihr gerne mal schauen. Bei uns in Deutschland heißt es halt einfach Hybrid Snowform, scheint aber dasselbe Produkt zu sein. Vielleicht mal ganz interessant. Ja, jetzt gucken wir uns hier mal das Schaumbild mit der schwarzen Düse an und da muss ich sagen, gefällt mir das Schaumbild sehr gut. Nicht zu dick, nicht zu dünn, ist auf jeden Fall ein gleichmäßiger Strahl, nicht nur punktuell. Das macht für mich persönlich einen sehr schönen Eindruck. Ich nehme euch jetzt mal mit der Kamera noch mal etwas näher ran, damit man es besser beurteilen kann. Ja, also was sagt ihr? Ich finde, das macht doch auf jeden Fall schon mal einen sehr souveränen Eindruck. Natürlich täuscht das jetzt so ein bisschen der weiße Snowform hier auf der weißen senkrechten Wand. Das werden wir uns jetzt gleich einfach nochmal in der Waschbox angucken. Aber für den ersten Test muss ich sagen, mit 20 Millilitern pro Liter kommt man hier ganz gut aus. Ist natürlich ein höherer Verbrauch als beim Sonax Witchform. Das muss man natürlich ganz klar hier anmerken. Aber schauen wir sie auf jeden Fall ordentlich aus. Yo, angekommen in der Waschbox. Ich habe eben leider vergessen, die Aufnahme zu starten. Ich bin schon einmal ums Auto drumherum gegangen. Egal, machen wir es nochmal. Ich habe hier wieder meine FM30 mit der Akkupumpe. Ja, einfach ein super tolles Gespann. Und hier jetzt 3 Liter Wasser mit 60 Milliliter Snowform, also 20 Milliliter pro Liter Wasser. Und immer noch die schwarze Düse drin. Und ihr könnt sehen, jo, das ist eigentlich schon ein etwas zu dickes Schaumbild. Eben im Keller sah das etwas besser aus. Also für meinen Geschmack kann man damit definitiv arbeiten, aber man merkt, dass die FM30 und die Pumpe sich doch schon etwas anstrengen müssen. Also etwas zu viel Snowform.
Ne? Ich denke, ihr könnt sehen, aber grundsätzlich funktioniert das Snow vom Produkt von Turtle Wax auf jeden Fall ordentlich. Übrigens, der Geruch riecht nach Bubblegum, riecht 1:1 wie dieses, der rote, diese roten Hubba-Bubba-Schlangen. Kennt ihr vielleicht auch noch. Auf jeden Fall cooler Geruch, aber nur mal so nebenbei. Ja, so schäume ich das Auto hier einmal ein. Gleich auf der anderen Seite probieren wir gleich nochmal die andere Düse aus, weil das hier einfach wirklich ein kleines bisschen dick ist. Der Schaum läuft trotzdem nicht schnell ab. Oft ist es ja so bei so einem dicken Schaum, dass die Schaum, ja, diese Schauminselchen dann so richtig vom Lack runterrutschen. Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber meiner Meinung nach dennoch etwas zu dick geraten. Ja, wie gesagt, tausche ich jetzt noch einmal die Düsen aus. Es war hier die schwarze Düse drin, das ist ja die stärkste. Und ich setze jetzt einmal die rote Düse ein, das ist ja die Düse mit einer mittleren Kraft. Damit würden wir jetzt ein etwas dünneres Schaumbild erzielen. Alternativ könnte man natürlich die schwarze Düse drin lassen und ich sag mal so 15 Milliliter Schaum pro Liter Wasser nehmen. Das sollte eigentlich dann auch ausreichen. Aber jetzt so mit der roten Düse sieht das Ganze auf jeden Fall ordentlich aus. Also das ist ein Schaumbild, was mir persönlich sehr gut gefällt. Das ist jetzt nicht zu dick, nicht zu dünn, läuft nicht schnell ab, lässt sich schön gleichmäßig auftragen. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, schreibt eure Meinung auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein konkurrenzfähiges Produkt. Wenn wir uns den Preis jetzt mal auf den Liter runterrechnen, liegen wir dabei 6 bis 7 Euro. Das finde ich ist für so einen Liter gar nicht mal verkehrt. Hier vorne übrigens seht ihr kompletter Insektenfriedhof. Da können wir uns gleich mal mit dem Hochdruckreiniger angucken, wie gut die Reinigungsleistung von diesem Snowform-Produkt ist. Ja, schäume ich hier auch nochmal alles ein. Wie gesagt, ich habe es eben einmal schon mal alles eingeschäumt, aber leider vergessen aufzunehmen. Deswegen mache ich das hier jetzt einfach nochmal. Klar, ist jetzt vielleicht nicht 100% repräsentativ, weil das Auto jetzt zweimal eingeschäumt wurde, aber ja, mein Gott, muss ja nicht immer alles professionell sein, oder? Ja, jetzt bin ich mit der Vorwäsche durch. So sieht das Ganze jetzt aus. Das Snowform Shampoo konnte jetzt schon mal etwas einwirken. Also ich muss sagen, in der Hinsicht bin ich auf jeden Fall begeistert. Das Produkt läuft nicht schnell vom Lack ab. Also es hält sich eigentlich erstaunlich gut auf dem Lack. Gerade jetzt hier auf dieser Seite, wo wir ja die Düse angepasst hatten. Für mich sieht das wirklich ordentlich aus. Also wir haben hier wirklich eine gleichmäßig deckende Schaumschicht. Auch hier, wenn ich das mal an den Finger nehme. Also gefällt mir wirklich gut von der Konsistenz. Da habe ich erstmal nichts einzuwenden. Klar, das Einzige, was so ein bisschen negativ aufstößt, ist halt wirklich der Verbrauch. Ne? Mit dem Sonax oder dem Green Snowform, den ich ja auch schon vorgestellt habe, oder auch den Grass Snowforms, braucht man deutlich weniger Produkt auf einem Liter Wasser. Allerdings haben wir hier natürlich auch einen extrem günstigen Preis. Das muss man natürlich auch sagen. Ja, jetzt spülen wir das Ganze einmal mit dem Hochdruckreiniger ab. Achso, übrigens, das Produkt ist laut Beschreibung pH ausgewogen. Also, ich denke mal, wir haben hier einen neutralen pH-Wert, so wie wir das von den anderen Produkten auch kennen. Also auch da keine große Sorge. Und hier am Kennzeichen sieht man, wie schön der Insektenfriedhof abgespült wird. Also Reinigungsleistung und Anlösekraft scheint auf jeden Fall auch vorhanden zu sein. Wenn wir uns das jetzt hier mal ansehen, sehen wir nur noch die Steinschlagstellen, aber die Insekten sind soweit wirklich alle entfernt worden. Das gefällt mir sehr gut. Denn ich arbeite ja meistens bei der Wäsche ohne Insektenentferner. Mir reicht ja meistens ein Snowform aus und deswegen ist es mir wichtig, dass da das Snowform Shampoo eine ordentliche Reinigungskraft hat. Ja, auch hier am Schweller sind grobe Verschmutzungen weg. Wie gesagt, das Vorher-Video ist leider jetzt nicht da. Habe ich vergessen aufzunehmen, aber dann müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Ja, weil das Produkt ja so ein Hybrid-Produkt ist, probieren wir jetzt ganz kurz am Ende nochmal einmal den Einsatz im Wascheimer aus. Hier steht drauf, pro 20 Liter Wasser brauchen wir 60 bis 90 Milliliter. Ich habe 10 Liter im Eimer, das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal so um die 40 Milliliter rein. Das sollte auf jeden Fall passen. Ja, zum Waschen nehme ich heute mal einen Waschschwamm. Dazu wird es in den nächsten Tagen auch mal ein separates Video geben. Eins vorweg, total cooles Teil, habe ich euch auch mal verlinkt, kostet unter 10 Euro, ist super verarbeitet und meiner Meinung nach deutlich angenehmer zu nutzen als ein klassischer Waschhandschuh. Aber dazu, wie gesagt, in den nächsten Tagen in einem separaten Video mehr. Ja, dann schauen wir uns einmal die Funktion des Shampoos hier an. Also auf jeden Fall kann man sagen, Schaumwirkung ist vorhanden. Das zeichnet jetzt nicht unbedingt ein gutes Shampoo aus. Das ist einfach nur fürs Auge schön anzusehen. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen.
Gleitwirkung ist auf jeden Fall vorhanden, da ist nichts gegen einzuwenden, funktioniert gut. Auch nicht besser oder schlechter als ein Sonax Witch Foam oder ein Nigrin Snow Foam Shampoo oder die anderen Produkte, die es so gibt. Also ja, auch für die klassische 2-Eimer-Wäsche lässt sich dieses Turtle Wax Snow Foam super verwenden. Ja, nun komme ich mal so zu so einem kleinen Fazit. Also ich kann wirklich sagen, es ist ein absolut konkurrenzfähiges Produkt. Ist mal wieder so ein Produkt, was man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Deswegen vielleicht für den einen oder anderen mal ganz interessant, sowas hier zu sehen. Ja, ich denke, für den günstigen Preis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Gut, man hat vielleicht etwas mehr Verbrauch, aber dafür natürlich auch einen geringeren Preis. Ich habe euch das Produkt unten mal verlinkt. Das wird bei Amazon aktuell von zwei verschiedenen Anbietern angeboten. Ich habe euch mal beide Links reingepackt. Ich glaube, bei dem einen kostet 20 Euro, bei dem einen 17 Euro. Ist aber das gleiche Produkt. Ich denke, die Preise werden da so ein bisschen variieren. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Infos zu diesem Snow Foam von Turtle Wax haben wollt, schaut auf YouTube mal nach Turtle Wax Ice Snow Foam. Ist bei den Amis recht beliebt. Ich glaube, bei denen kriegst du so ein Turtle Wax Produkt in jedem Walmart und so. Deswegen ist das so, ja, wie bei uns Sonax und Nigrin, denke ich mal. Aber auf jeden Fall für den Preis nicht verkehrt und ja, lässt sich einwandfrei benutzen. Ich hoffe, dieses Video war für den einen oder anderen ganz interessant. In dem Sinne, bis zum nächsten Video hier bei Auto verrückt und ciao!